Alles klar. Goblinstab. 2 Gem. Gute Statuswerte und ich glaube, ich werde mir den auch kaufen. Also, wir sehen uns denn gleich, wenn ich diesen geilen Stab habe. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder und ja, ich habe jetzt mir 2 Dinge gekauft. Einmal eine geile Hose, wie ich finde, die ist echt richtig gut. Und warum ich es gekauft habe, ich weiß es nicht so recht. Also, ich habe einfach Lust drauf, weil, wartet mal, ich muss mal kurz was gucken. Und zwar, ich weiß nicht, ob das ein Fehler war, weil ich diesen Stab gar nicht gesehen hatte. Und, wartet mal. Oh doch, das war doch kein Fehler. Ja, und ich sehe auch gerade, wir haben verdammt viel T2. What the fuck? Holy. Ja, what the fuck? Ganz viele Steine haben wir und das wusste ich gar nicht. Muss ich ehrlich sagen, das wusste ich gar nicht. Und ja, ich habe dennoch nämlich... wartet mal. Also sind wir echt gut vorbereitet, muss ich sagen. Was haben wir denn raus? Was brauchen wir nicht? Was kann ich zerstören? Und... ich meine, eigentlich kann... ich kann eigentlich auf nichts verzichten, sag ich mal, aber... ich muss was wegwerfen, das ist... oh. Oh. Cool. T2, Glücksbringer haben wir ja auch, dass das nicht zurückgestuft wird. Oh, oh, nein, nein, nein. Obwohl, wir können eigentlich auch Ports wegwerfen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Zielgenauigkeit. Ja, gute Frage. Was werfen wir jetzt weg? Oh Mann. Wir werfen... oh, warte mal. Das war auch gut. Das glaube ich, das Hemd. Jo. Wäre jetzt Stärke Int, wäre das perfekt. Gut, wir... oh Mann, das ist so schwer, weil ich will auch nichts... ganz ehrlich, wir lassen es erstmal. Weil sonst suche ich mich hier noch immer dumm und dämlich und dämlicher und ach, das ist ja unnütz. So, dann haben wir es jetzt gekauft. Er hat sich bestimmt ein gutes Batzen Geld dazu verdient. Sei ihm gegönnt. Also ihr könnt ruhig sagen, ob das ein Fehler war. Ich bereue es gerade nicht, weil, ja, warum nicht? Ne? Ich sag mal so, das kann ich ja bis Level 60 halt behalten, sag ich mal, und Nöbis, wenn ich es, ich sag mal, wenn ich jetzt es uppen würde oder ich habe auch ein 55er-Set, vielleicht upp ich das auch gar nicht. Vielleicht, ich denke eher nicht, den Stab schon eher, weil der echt gut ist, meiner Meinung nach. Ich weiß ja nicht, ob der wirklich so gut ist, vielleicht irre ich mich da. Aber ja, bin ich mir zufrieden. Ein Stab ist echt, finde ich gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er so günstig ist, weil die eigentlich viel teurer sind. Also die sind viel mehr wert, meiner Meinung nach. Und er werden für viel mehr Geld eigentlich verkauft. Friedhof der Toten, da können wir eigentlich auch mal hin. So, Spinnen brauchen wir. Dann werden wir das auch machen. Und Fledermaus-Schweinchen brauchen wir auch. Und meiner Meinung nach sind ja nicht allzu viele Leute online heute. Also vor allem jetzt in diesem Gebiet. Und dann können wir ruhig mit gutem Gewissen die Fledermaus... das Fledermaus-Schweinchen töten. Und das Gute ist, dass die uns nicht angreifen. Es gibt noch eine Questreihe davon, wo man viel mehr davon töten muss, von diesen der Geheimgesellschaft. Ich weiß gar nicht den Namen jetzt, aber naja, das kommt ja alles noch. Ja, ich muss noch überlegen, was ich denn mit dem Alex mache. Was wir da jetzt genau, sag mal, oh, da hinten ist auch ein sehr schön, spielen wollen, sag ich mal, oder halt machen wollen bei Fiesta. Da muss ich nochmal dann vorweg mit ihm mich ein bisschen unterhalten, ne? Was er sich da so vorstellt und dann kann man gerne was zusammen machen. So, das erste ist tot. Hoffentlich fliegt es zu uns. Das wäre sehr schön. Und das sieht so aus. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Warte mal, Mana-Brand ist doch ganz interessant. Ach, es hat... es, ah, alles klar. Aber der vielleicht. Hat der kleine Amp hier? Hallo?
Hallo, hallo? Ach, egal. Ich wollte mal hier, das, vielleicht hat der ja Mana. Nö, hat auch kein Mana. So, dann haben wir schon 2, 5, 5. Ich weiß, es bringt nicht allzu viel an Erfahrungspunkte, aber ich möchte es trotzdem gerne machen. So, Spinnen haben wir fertig. Wenn wir einfach mal weitermachen. Sehr schön. Und was haben wir als nächstes? Hobby, klebriges Spinnennetz. Bringt meiner Meinung nach die erste wiederholbare Quest davon ist immer sehr profitabel. Weil, ja, wir brauchen halt, also danach ist das halt immer. Ja, es ist im Prinzip zum Grinden, aber da haben wir schon. Danach ist es so wenig, was wir davon bekommen. Guck mal, also wir haben jetzt, würden jetzt 3.731 Erfahrungspunkte bekommen. Das gehen wir mal ab. Wir könnten es natürlich jetzt wieder machen. Aber das Problem ist 700 Erfahrungspunkte. Und da denke ich mir so, ja moin. Und man kann es ja nicht einfach so abgeben. Was ja noch, wir sind fast Level ab, sehr unattraktiv ist. Also das lohnt sich meiner Meinung nach gar nicht dann. Ne? Deswegen drauf, ja, gepieselt. Um es mal so auszudrücken. So. Bald können wir auch meiner Meinung nach Zombies machen. Und da ist es dann sehr interessant und wir haben bald keinen Buff mehr. Was sehr schade ist. Dann müssen wir mal zusehen, dass wir einen neuen ranbekommen. Und ich bin der Einzige, der online ist. Da haben wir das kleine Fledermaus-Schweinchen. Ich dachte, ich finde manchmal gut, das sind halt Fledermäuse so oder so, aber ich dachte immer, das Fledermausschweinchen hat so eine eigene Bewegung. Sprich, daran erkennt man die halt und dann dachte ich so, Mensch, geil, noch ein zweites, aber hier hinten ist noch eins, von daher, ja, geht das eigentlich. So, ja, ein paar Dings brauchen wir noch, ein paar. Zivileder? Nee, das war es nicht. Es gibt noch einen Titel und der Titel ist sehr geil und deswegen wollte ich gerade sagen, also wir brauchen noch ein paar Titel, weil der gibt echt einen richtig schönen Bonus und ich glaube Geschwindigkeit, Angriff und Crit oder irgendwie so in dieser Richtung geht das und ist meiner Meinung nach sehr gut und hilfreich, ne? Also das hilft uns sehr gut weiter. So, noch ein Fledermausschweinchen und dann sind wir, glaube ich, auch Level up. Müsste eigentlich soweit sein. Warte mal. Gierige Fledermausschweinchen. Ja, gut, 3.900 Erfahrungspunkte. Ja, ich glaube schon, dass wir dann danach Level up sind. Ja, jetzt habe ich eigentlich im Prinzip nur einen Gem. Auf allen Charakteren zusammen. Das ist in der heutigen Zeit bei Fiesta Online echt wenig, weil es ist halt Wahnsinn, was so manche Items kosten. Und teilweise braucht man sie, teilweise auch nicht. Ja, von daher muss man gucken. Also ich glaube nicht, ich glaube schon, dass es ein Fehler war, der 50er Blue Stab den zu kaufen, aber ich hatte noch nie einen, muss ich zugeben. Und ja, ich finde das halt so interessant, dass halt das Design ist komplett anders. Sieht meiner Meinung nach auch sehr gut aus vom Design her. Was also von der Grafik, was man denn vom Fiesta Online sagen kann. Und ja, deswegen habe ich mir den sehr gerne gekauft. So, Kapitän, ich bin es. Sibi, wie geht es euch? Oh, Sibi, was machst du hier? Du bist genau keine Sekunde zu spät hier. Berichte von Schweinsfledermäusen, die Vieh- und Essen klauen, brechen einfach nicht ab. Wachen, die sich aufmachen, um sich um die Biester zu kümmern, haben sich noch nicht zurückgemeldet. Ich fürchte, es wird noch schlimmer werden. Bitte breche auf und finde mehr heraus. Ich habe mich doch schon um die Schweinsfledermäuse gekümmert. Worth oder so, Woods, hatte mir schon alles erzählt. Ah, das ist ja großartig. Ich wusste, du bist dazu imstande. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Hier ist deine Belohnung. Es ist nicht viel, aber ich hoffe, es gefällt dir. Tatsache. Mir gefällt das sehr. Oh, das ist aber sehr knapp gewesen mit dem Level Up. Aber gut, wir haben es ja endlich erreicht.